Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval 2 Total War mit der Stainless Steel Mod. Und wir spielen für Gott, König und das Heilige Land mit dem Königreich Jerusalem. Wir schauen uns am Anfang dieser Folge mal an, wie unser Königreich aufgestellt ist. Wir haben in der letzten Folge Alexandria einnehmen können. Kairo ist in unserem Besitz. Und wir haben in einem Kreuzzug der Damiette eingenommen. Und es fehlt nur noch in Ägypten die Burg Luxor, um den Fatimiden komplett aus Ägypten zu vertreiben. Wir sehen auch hier, dass in Benghazi, das ungefähr hier liegt, da ist eine Burg von Rebellen besetzt ist. Das heißt, der Fatimide ist nicht Richtung Westen gezogen, sodass wir das auch nicht machen müssen, um ihn komplett zu besiegen. Und wir haben hier eine Streitmacht unter dem Befehl von Jean de Chaumont, der Richtung Süden zieht, um die arabische Halbinsel zu erobern, damit wir komplett den Fatimiden besiegen können. Wir schauen mal in die Siegesbedingungen. Wir müssen ja 25 Regionen erobern und halten. Wir haben momentan 15 Regionen unter unserer Kontrolle. Wir müssen die Regionen Jerusalem und Kairo halten. Wir halten Jerusalem und wir halten Kairo. Und wir müssen die Fatimiden besiegen. Und das sieht momentan ganz gut aus. Es wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind im Vorteil. Wir haben mehr Städte. Wir haben die bessere Wirtschaft. Wir haben die Gulden. Ja, es wird noch ein paar Runden dauern, aber wir werden sie besiegen. Im Norden sieht es ein bisschen anders aus. Hier konnten wir unser Reich auch ein bisschen erweitern. Wir haben die Burg Adana genommen. Hier haben sich eine Menge Seldschuken rumgetrieben, die jedoch beschäftigt sind mit den Byzantinern, was gut für uns ist. Jedoch sehen wir, dass der Seldschuke jede Menge Einheiten hier hat. Wir haben eine große Armee in Adana drin, um die Burg hier zu verteidigen, um auch von hier aus den Zugang ins Heilige Land zu sperren. Im Osten sieht es ein bisschen anders aus. Wir konnten in einer glorreichen Schlacht die Seldschuken bei Diyarbakir schlagen und die Stadt dann auch gleich einnehmen. Wir haben jedoch große Verluste erlitten und wir sind hier nicht gut aufgestellt. Das heißt, wir müssen den Osten verstärken, denn wir sehen, dass der Seldschuke immer weitere Kräfte ranführt. Vor allem hier eine große Armee, die wahrscheinlich Richtung Diyarbakir zieht. Da müssen wir Truppen Richtung Edessa und Diyarbakir schicken, um unsere Position hier weiter zu verteidigen. Wir beginnen in Ägypten. Hier werden wir was bauen. Hier werden wir eine kleine Kirche bauen zu Beginn. Wir können fortbilden, das machen wir. Wir könnten auch einen Kaufmann rekrutieren, das machen wir auch. Jawohl. Wir haben unsere beiden Spione, die wir Richtung Luxor schicken werden. Zu Befehl, Seigneur. Meine Augen sind die euren, Meister. Okay. Ich nähere mich heimlich an. Dann schauen wir uns Kairo an. Wir müssen unsere Elitekräfte verstärken und die können wir nur momentan in Jerusalem verstärken. Wir bauen Armbrustschützen. Wir müssen einige Einheiten Richtung Damiette bringen, um sie aufzufrischen. Das machen wir. Wir bringen dich dorthin. Ich dienen, Sultan? Dich werden wir hier auffüllen. Gehen wir Befehle? Mon roi. Mit euch Sultan. Richtung Damiette. Wie ihr wünscht. Unsere Männer sind erschöpft, Seigneur. Okay, dann könnten wir vielleicht auch einen Priester rekrutieren. Den werden wir jedoch in Jerusalem rekrutieren. Mon roi. Du gehst Richtung Süden. Den Diplomaten lassen wir erstmal hier. Très bien, Seigneur. Wir rekrutieren einen neuen Priester in Jerusalem. Jawohl. Dann haben wir Gaza. In Gaza bauen wir. Da bauen wir ein Bordell. Einen Ritter werden wir nicht bauen, da er momentan zu teuer für uns ist. Dann haben wir unseren Spion, den Philipp.
Der geht auf den Iman drauf. 67% Wahrscheinlichkeit, wir machen das. Kommt er noch weg? Er kommt weg, oder? Leider ist die Mission fehlgeschlagen. Aber der Attentäter konnte sich noch retten. Wollte wahrscheinlich das gesamte Gebäude abbrennen, oder? Du wirst in der nächsten Runde einen weiteren Versuch starten. Hier könnten wir einen Kornmarkt bauen. Das machen wir. Rekrutieren werden wir nicht. In Kerak können wir dich fortbilden. Das machen wir. Jawohl. Wir ziehen mit dem Kreuzfahrer her Richtung Süden. Greifen Timer an. Schauen uns mal an, was drin ist. Nur eine Sperrmiliz und der General. Das sollten wir schaffen. Und du könntest schon mal weiter Richtung Süden ziehen. Wir brauchen mehr Priester. Hier haben wir 89%, dann ziehst du hier runter. Wir werden hier einen weiteren Priester in Auftrag geben. Sollten wir vielleicht auch noch einen weiteren Attentäter? Können wir nicht, weil wir die Maximalanzahl erreicht haben. Wir können bauen. Wir sollten in Jerusalem vielleicht eine Ortswache bauen. 3000. Das ist eine Menge Holz. Oder gehen wir auf die Ratskammer? Wir gehen auf die Ratskammer, weil wir hier auch gleich eine Steigerung der Handelsgüter haben. Rekrutieren werden wir hier nicht. Den Akkun können wir auch bauen. Hier werden wir momentan nichts bauen. Ich will erstmal gucken, ob wir mit unseren Gulden hinkommen im Norden. Damaskus, da werden wir zwei Seesoldaten bauen, weil wir sehen hier eine feindliche Streitkraft, die Richtung Damaskus zieht. Hier ist es alles okay. Dann haben wir Antiochia, wo wir ebenfalls bauen können. Mhm. Bring erstmal unseren Kaufmann hier hin. Wir haben eine neue Ressource, Senior. Haben wir einen Attentäter. Ihr habt ein Ziel im Sinn, oui? Der erstmal lernen muss. Haben wir hier eine Möglichkeit? Oder Kehlen aufschlitzen, Herr. Ja. Ihr habt ein Ziel. Wir gehen mal auf den Iman Sinn, drauf. Doch derselbe Film, den wir gerade gesehen haben. Oder hat er ein paar Änderungen? Nee. Dann werden wir das abrechnen. Das Ergebnis haben wir ja schon gesehen. Aber zumindest hat er es auch geschafft zu entfliehen. Dann werden wir euch Richtung Edessa schicken. Und diese Truppen können wir nach Diyarbakir Unterstützung schicken. Und wir werden zwei von euch zurückschicken. Den Rest werden wir auffüllen. Eure Majestät, Befehle? Ja. Nee, dich nicht. Dich schicken wir zurück. Wie ihr wünscht. Dich füllen wir auf. Ja. Mhm. Können wir hier rekrutieren? Noch nicht. Mhm, mhm. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen Verstärkung. Euch können wir auffüllen. Bauen hier eine Farmgemeinschaft. Wir brauchen mehr Truppen im Osten. Wir werden hier einen Priester rekrutieren. Hier werden wir zwei Sperrmilizen rekrutieren und ebenfalls einen Priester. Dann haben wir noch 3650. Wir werden in Antioche ebenfalls eine Ratskammer bauen. In Adana ein Bordell. Wir werden einige Truppen Richtung Diyarbakir schicken.
Momentan ist der Seldschuke hier im Westen keine Gefahr, weil der Byzantiner ihn beschäftigt. Daher können wir die ein oder anderen Truppen Richtung Diyarbakir schicken. Senior. Das werden wir auch machen. Mon roi. Ja. Wir werden Senior. 4 Truppen dorthin schicken. Wie ihr wünscht. Der heutige Marsch können wir dir einen fortbilden? Ne, noch nicht. Die schicken wir auch hier rein. Wie ihr wünscht, Senior. Und dann haben wir noch 1150 Gulden. Da können wir nicht mit viel anstellen. Nee. Die behalten wir für die nächste Runde. Wir haben noch unsere Händler, die wir bewegen können. Hier haben wir ja einen in Persien. Das ist der Alain Deray. D'accord. Du gehst auf die Seite. Da haben wir noch Sklaven, ja. Aber die bringen nichts ein. Ich bin bereit zu handeln. Hier haben wir noch einen weiteren Händler. Très bien. Hier können wir den Wein handeln. Wir haben eine neue Ressource, Seigneur. Dann gehen wir Richtung Europa. Hier bleiben wir bei Frankfurt mit dem Diplomaten. Und wo ist unser anderer Diplomat? Der ist hier bei Rom. Wir werden den Papst mal besuchen und fragen, ob er Karteninformationen kaufen möchte. Der lässt doch bestimmt 1000 Gulden dafür springen, oder? Für deinen Verbündeten. Tatsächlich, macht er. Sehr schön. Dann gehen wir zum Sizilianer. Und dann war das die Runde. Und wir werden die Runde beenden. Der Fatimide hat jede Menge Schiffe. Der Feind belagert unsere Siedlung, Mon Roi. Wo denn? War das in Diyarbakir? Haben wir jetzt gar nicht gesehen. Kommen wir mal hoch. Ja, Diyarbakir wird belagert. Ich rede nicht durch eine große Seldschuken-Armee. Wir haben eine neue Mission erhalten durch den Adelsrat. Wir sollen Caesarea, die Burg, erobern. Und wir bekommen 2000 Gulden. Mhm. Da müssen wir nochmal Gedanken machen. Da haben wir ein Plus von 3300. Die Ortschaft wächst, sehr gut. Bauen auch gleich mal die Holzmauer. Bevor uns das Geld ausgeht. Haben wir ein neues Familienmitglied. Unsere Priester, die wir rekrutiert haben, sind gleich Bischöfe geworden. Jawohl. Norwegen ist mit England im Krieg, aha. Die Byzantiner haben mit den Seldschuken einen Waffenstillstand erklärt. Das ist nicht gut, jetzt kann sich nämlich der Seldschuke auf uns konzentrieren. Wir starten in Ägypten. Und hier werden wir dich nach Damiette bringen und können dich auch verbessern. Hier bauen wir Markt. In Alexandria könnten wir nicht viel tun. Wir bringen mal den General raus. Er wird hier einen Wachturm platzieren. Errichte einen Wachturm. Ist wieder zurück. Bewegung sofort. Hier bewegen wir den Bischof runter. Du kannst jetzt wieder hoch. Ich bringe wir mal... Könnten wir Richtung der Seldschuken schicken. Bione gehen runter. Du ebenso. Er zieht mit der Armee hoch. Richtung Kairo.
stellt euch dem mächtigen Islam. Wir haben hier noch die Bogenschützen, die wir erhalten haben. Die können wir Richtung Damaskus schicken. Wie ihr wünscht, Senior. Unsere Männer sind erschöpft. Priester geht nach Al-Aqaba. Nee, den schicken wir Richtung Kairo. Wie wäre es mit einer den schicken Pause? Wir ich bin an die Stadt. Diener. Wer muss beseitigt du gehst auf den Iman wieder drauf. Du bist hoffentlich erfolgreich dieses Mal. Da ist wieder die Schlange. Schafft das diesmal. Gegen Miran der Unorthodoxe. Jawohl. Gut aus. Und wir ziehen mit dir hier lang. Hier haben wir noch ein paar Imane, um die du dich kümmern kannst. Sobald ich eine Pause gemacht habe. Mhm. Gehst runter. Ich reise mit dem gehst hier runter. Wir haben auch nicht viele Truppen. Und dann greifen wir mit Jean de Chaumont Timer an. Zum Ruhme Frankreichs. Wir greifen an. Und hier haben wir nur eine Sperrmiliz und einen General im Kommando von 3. Der ist ziemlich loyal. Vielversprechender Kommandant, religiös, relativ gesund, edle Herrschaft. Wir greifen an. Ist die Oriflamme seit im Kampf ehrenvoll. Wetter ist gut. Das Wüstenwetter. Wir starten die Positionierung. Und wir benötigen eigentlich nicht den Rambock, wenn wir mit den Leitern stürmen. Wir haben nur eine Sperrmiliz, die wir schnell ausschalten könnten. Wir bringen mal die Einheiten auf die Mauern. Sollte ausreichen. Den Rest positionieren wir im hinteren Bereich. Los geht's! Wir kommen nicht an die Mauer ran. Müssen wir hier hin. Schauen wir uns mal die leichten Berufssoldaten an. Die haben wir ja noch nicht gesehen. Von der Modellierung her. Und die sehen auch wieder fantastisch aus. Und die einzelnen Details, wenn man sich die ansieht. Auch dieses Blitzern der Helme, als auch der Rüstung, fantastisch. Und auch die Schwerter. Sehr gut. Er zieht sich mit seinen Sperrmilizen nicht zurück. Nur der General geht in die Stadtmitte. Noch ein bisschen schneller. Leitern sind jetzt in ja, jetzt zieht er sich zurück. Mauern haben Tapferkeit und Waffengewalt. Du gehst du nicht hoch. Unsere Soldaten haben heute gezeigt, was sie wert sind. Die Mauern des Feindes gehören jetzt uns. Dann werden wir... Die geht runter. Hier ebenso. Wir werden die feindlichen Einheiten von 3 Seiten angreifen. Hier kommt mal vor. Wir bringen euch hier hin. General bleibt in der Mitte. Infanterie!
Bogenschützen können rein. Hier ebenso. Geht hier lang. Gucken, ob die Strategie auch geht, wenn wir sie von drei Seiten angreifen. Geht auch hier lang. Hier geht hier lang. Haben wir auch einen Durchgang. Du gehst hier hin. Mal die Bogenschützen. Die haben eine kurze Reichweite, das ist nicht so gut. Ist noch auf die linke Seite. Obwohl, du könntest eigentlich von hinten ran. Das machen wir. Sollte eigentlich ausreichen. Warten wir noch auf die Truppen. Er kann sich nicht entscheiden, wo er hin soll, weil er jetzt von allen Seiten angegriffen wird. Oder kommt er? Nee. Und wir machen mal auf schnell. Immer drauf. Los. Gucken, ob die Strategie aufgeht. Wir werden jede Menge Verluste erleiden durch den General, wie immer. Aber wir haben schon einiges, die leider getötet, zwei oder drei. War ein guter Charge. Ihr haltet ein. Du gehst auf den General drauf. Du gehst auf die Family. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir. Und die leichte Kavallerie. Ja. Guter Angriff. Ist wieder zurück. Es sind nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Neuer Charge. Haben wir nur noch den General, oder? Der feindliche General ist tot. Es ist nicht schade um diesen sarazenischen Wüstenhund. Betet, dass sein Tod die Entschlossenheit seiner Männer bricht. Das war's dann eigentlich auch.
Da ist der letzte. Der uns sogar noch einen Mann gekostet hat. Vom Knüppel drauf. Vom zweiten Mann. Ja, da ist er. Das war's dann. Den Knüppel in den Rücken. Dies ist ein Akte magnifique, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Da fallen sie auf die Knie. Wir haben weniger verloren als er. Das war ein guter Kampf. Der Tag gehört uns. Ausgeraubt. Dieses Land gehört wir haben euch. Timer eingenommen. Wir bauen eine Kirche. Bleibst hier. Bleibst ebenfalls dort. Dann schauen wir mal, was wir bauen können. Wird ja gern weitere Elite-Soldaten rekrutieren. Wir werden weiteren Kanoniker in Auftrag geben. Gehen wir hoch. Ihr geht nach Damaskus. Hier können wir eine Stadtgarde bauen. Diyarbakir wird belagert. Wir haben nicht genug Truppen in der Burg. Aber er hat auch nicht die besten Truppen in der Belagerungsarmee. Ist die Frage, inwieweit die anderen Truppen hier sich anschließen. Und Edessa ist gefährdet. Wir werden euch nach Edessa schicken. Ich ebenso. Bischof geht hierhin. Wenn wir weiter rekrutieren, dann machen wir das auch. Wir könnten fortbilden. Oder in 4 Runden eine neue Einheit rekrutieren. Wir werden warten, um eine neue Einheit zu rekrutieren. Mhm. Weiterer Priester. Du gehst. Wir haben hier 84, 83, 90, 83. Dann bleibst du hier in Antiochia. Hier bleibt alles wie es ist. Und Diyarbakir macht mir ein bisschen Sorgen. Ja. Gehen wir zu unseren Diplomaten. Wir werden hier noch die Sizilianer ein bisschen Geld bitten. Nee, das war falsch. Wir wollen Karteninformationen verkaufen für 1000 Gulden, wie beim Papst. Sehr gut. Dann bleiben wir beim Papst. Wir könnten mal schauen, ob wir mit den Diplomaten einen Waffenstillstand vereinbaren können mit den Russeldschuken, damit wir uns im Süden konzentrieren können. Aber fordernd, das heißt, es wird er nicht annehmen. Nein. Dann werden wir die Runde in der nächsten Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder für Gott, König und das Heilige Land kämpfen. Bis dahin, euer Mittelberg.